Herzlich willkommen heute wieder mit einer SBC-Lösung und zwar zur Footmess SBC. Es ist eigentlich gar keine ja, spezielle Lösung, die ihr euch da raussuchen müsst, sondern ja, ihr guckt einfach, dass ihr in der Verteidigung eine Liga habt und vorne eine Liga und dann guckt da, ob ihr da mit Strong Links arbeiten müsst, also da viele Spieler von einem Verein holen müsst oder ja, ob ihr so auch mit Spielern mit Loyalität eben das abschließen könnt. Ich habe es jetzt mal so gemacht, wie man es lösen könnte, auch ohne Loyalität, einfach nur um es euch zu zeigen. Aber im Großen und Ganzen ist das hier jetzt keine Lösung, die jetzt so besonders gut ist. Würde sich manche andere Lösungen schon deutlich besser passen. Aber bei mir passt es einfach so von den Spielern her. Deswegen schaut so, wie es bei euch von den Spielern her hinhaut. Ihr müsst auch jetzt nicht diese Spieler hier nachkaufen, sondern solltet einfach gucken, dass ihr hier unten eine Liga hinbekommt, oben eine Liga. Ihr werdet das auf jeden Fall ohne Probleme hinbekommen. Das ist keine schwierige SBC, das hier. Und dafür bekommen wir aber ein Prime-Goldspieler-Set. Natürlich ein richtig, richtig geiles Set. Ich bin sehr gespannt, was wir ziehen werden. Wir haben ja immer noch seit Ewigkeit nichts Gutes gezogen. Heute der Müller, der uns 20.000 Coins gebracht hat, der war nochmal, ja, ein Spieler, der uns ein paar Coins mehr gebracht hat. Aber wir warten immer noch auf den großen Deal. Endlich mal wieder ein Spieler, der uns wirklich ein paar Coins einfährt. Und vielleicht ziehen wir den ja heute. Wir senden die ganze Sache ab und dann schauen wir uns an, was sich hinter dem Prime Goldspieler Set dort verbirgt. So, ja, 12 Spieler, 10 davon sind mindestens Goldspieler. Normalerweise sollten es auch immer 12 Stück sein. Und dann haben wir 6 Stück davon, die selten sind. Also 6 seltene Goldspieler im besten Fall. Und da ist auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit nochmal da, da nochmal was Ordentliches zu ziehen. Wir ziehen das Pack in 3, 2, 1, go. Und wir haben auf jeden Fall eine Leinwand. Das ist Salah. Der war vor einer Zeit auch nur noch was wert, aber mittlerweile ist der ja extrem nach unten gegangen. Der ist auch nur 4000 Coins, glaube ich, wert. Wird auch nicht gebraucht für die SBC aktuell. Ja, unter 3000 Coins sogar mittlerweile. Aber gucken wir mal, was wir hier noch haben von ja, sonst ist eigentlich auch nichts so Interessantes da. Vielleicht der aus der französischen Liga. Wir gucken auch mal die aus der russischen Liga, vielleicht die aus der französischen Liga, schauen wir uns auch mal an. Denn da gibt es ja doch ein paar Spieler, die noch ordentlich was wert sind. Er hier, ja, ist jetzt nichts Besonderes wert. Der linke Mittelfeldspieler von Nantes oder so wird auch nichts wert sein. Und diese Spieler hier werde ich alle auf die Liste tun. Also zumindest mal den Kolarov. Er hier wegen den Top-Partien. Den Rest, den stoße ich ab. Das an den Verein könnten wir jetzt noch verkaufen, aber ja, werden wir jetzt abstoßen. Es ist ziemlich spät in der Nacht. Ich will jetzt auch relativ bald schlafen gehen. Deswegen, ja, war es das auch schon vom Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben auf jeden Fall auch wieder richtig interessante neue Footmess-SBCs bekommen. Also, die werdet ihr ja auch alle selbst schon gesehen haben. Ich habe mir hier schon meine Gedanken gemacht, ob ich mir entweder Koulibaly oder Berardi holen soll, aber vom Preis her sind die einfach recht, ja, also es ist zwar jetzt nicht übertrieben teuer, aber ich finde es relativ unnötig. Ihr wisst ja, wie das ist als Trader, sollte man hier solche Spieler normalerweise nicht machen, da ihr einfach die Coins dann verloren habt. Ihr habt keine Investition, sondern eine Ausgabe und Ausgaben sind für Trader immer schlecht. Wir machen ja eigentlich gar keine Ausgaben, sondern wir investieren theoretisch immer, wenn wir in unser Team investieren. So ist es bei mir zumindest mal. Investiere ich ja auch eigentlich immer wieder. Und hier habt ihr ja keine Chance, eure Coins wiederzusehen. Und deswegen ist das im Großen und Ganzen eigentlich was, was man als Trader nicht machen sollte. Wenn aber eine richtig interessante Karte kommt, werde ich es trotzdem machen. Koulibaly ist interessant, aber bei ihm gefällt mir es einfach nicht, dass er dem so ein schlechtes Passspiel gegeben hat. Wenn man den einfach mal im SC Neapel spielen sieht, dann weiß man, dass der auf jeden Fall ein deutlich besseres Passspiel verdient hätte. Berardi sieht ja ganz in Ordnung aus, würde ich gerne machen, aber ja, mir ist der Preis dennoch hier zu teuer. Ein 83er Team plus eine Inform, ja, finde ich da immer noch zu viele Coins, die wir da verlieren. Und deswegen, ja,
verkaufe ich da lieber die Karten, die man da gebrauchen kann. Zum Beispiel bei Coulibaly aus dem Senegal gibt es einmal Coulibaly selber und einen aus der englischen Liga, den man für 3000 Coins verkaufen konnte. Und es gibt wieder die ein oder andere Inform, die auf 17.000 Coins hochgegangen ist, die wir zum Abschlusspreis gekauft haben. Die habe ich auch teilweise schon verkauft. Also viele Spieler schon verkauft. Pay-to-Chloe-Karte habe ich jetzt auch noch den Hilvedes für 20.000 Coins letztendlich verkauft. Also viele, viele Karten, die wir verkaufen konnten für viele Coins, wo wir eigentlich immer die Coins verdoppelt haben oder wirklich 5.000, 6.000 Coins plus gemacht haben. Und was momentan richtig gut funktioniert, holt euch noch 83er-Spieler. Es gibt viele 83er-Spieler, die ihr immer noch für 1.500 Coins etwa bekommt. Zum Beispiel Fabinho hier, Schneiderlin oder Schneiderlo oder wie man ihn ausspricht. Snyder, Pepe Reina, weiß ich nicht, ob er mittlerweile teurer geworden ist. Also da gibt es immer noch sehr, sehr viele, die günstig sind. Und ihr seht ja, dass immer wieder SBCs rauskommen. Je nachdem, was für ein besonderer Spieler rauskommt, werden die 83er nochmal stark steigen. Also vor allem auch die aus der Liga, wo eben dann der Spieler kommt. Und da könnt ihr richtig viele Coins mitmachen. Deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall, die 83er-Spieler zu holen und dann auch, wie ich es hier mache, überteuert direkt anzubieten. Ne? Davon verkaufen sich momentan auch wieder einige. Also das überteuerte Verkaufen lohnt sich momentan wieder richtig extrem mit den 83er-Spielern. Und das könnt ihr auf jeden Fall auch probieren, weil auch viele, viele, viele YouTuber jetzt wieder ja, diese SBCs in den Streams machen oder sonstiges. Also viele, die auch viele Coins haben, machen diese SBCs und kaufen dann gerne mal die Spiele überteuert, weil sie die einfach per Schnellsuche kaufen. Und da ist eure Chance, dass ihr diese Spieler überteuert verkauft bekommt. Bietet sie einfach für unterschiedliche Preise an, wie hier bei Pepe Reina. Da habe ich es auch so gemacht. Also ich biete die Spieler generell immer für unterschiedliche Preise an und dann gehen immer ja, drei, vier Spieler pro Runde weg. Das war es auf jeden Fall vom Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.